Der Herr sagt, seid nicht wie die Heuchler, die zwei Gesichter haben, denn ich kenne euer Herz. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. October 28, 2009 von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen während einer Online-Männerversammlung für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinen Dienern. Meine Söhne, wer ihr zu Hause seid, offenbart die Person, die ihr bleibt. Deshalb seid nicht wie die Heuchler, die zwei Gesichter haben, denn ich sehe all eure Taten und kenne euer Herz. Deshalb muss der Diener, den ich rufe, ganz dem Herrn hingegeben sein, zu allen Zeiten und in jeder Jahreszeit. Einer, der mir im Offenen und im Stillen dient. Einer, der den Herrn nahe bei seinem Herzen trägt und gegenwärtig in all seinen Gedanken. Immer und auf allen Wegen bestrebt, mich zu erfreuen. Egal, ob er von Menschen gesehen wird oder vor ihren Augen verborgen ist, ob er zu Hause ist oder an einem öffentlichen Ort, ob er mein Wort öffentlich in den Straßen trompetet oder ob er in seinem Kämmerchen ist und die Tür verschlossen hat, um in der Stille zu beten. Der Herr hat es sicherlich gesehen. Denn ich kenne all seine Wege und seine Gedanken sind vor mir nicht verborgen. Noch einmal sage ich euch, wer ihr zu Hause seid, bestimmt, wer ihr seid. Durch die Taten eines Mannes ist sein Herz offenbart und durch seinen Mund wird er von den anderen definiert. Deshalb ehrt mich zuerst zu Hause und unter euren Geliebten, wie ich es euch beigebracht habe. Denn jedes meiner Worte ist Schrift und jeder meiner Briefe ist Wahrheit. Dann geht hinaus und bezeugt, sprecht meinen Namen laut und offenbart der Welt meine Herrlichkeit, teilt meine Worte mit eurer Verwandtschaft und trompetet meine strenge Rüge gegen eure Nation. Schlagt Alarm unter euren Landsleuten. Seid mutig in Wort und durch Tat. Doch ich sage euch noch einmal, seid nicht wie die Heuchler, die mich mit ihren Lippen ehren, während ihr Herz weit entfernt bleibt von mir. Denn ihre Taten zeugen gegen sie, und das, was sie im Stillen tun, offenbart die verdorbene Frucht davon. Deshalb sollen meine Diener völlig ihrer Aufgabe hingegeben sein und sie sollen mir ohne Ablenkung dienen. Jeder Mann soll zuerst seine Schritte vor mir ordnen in Gerechtigkeit und sein eigenes Haus in Ordnung bringen, damit er nicht entlassen wird aus seiner Verantwortung und entbunden wird von seinem Dienst und seine Berufung zu einem anderen übergeht. Und wenn mein Diener tatsächlich danach strebt, seinen Weg gerade zu halten und auch bemüht ist, sein Haus in Ordnung zu bringen und sich einsetzt, dann wird er sicherlich seine Belohnung empfangen. Doch wenn seine Ehefrau ablehnt, es zu beherzigen und versucht, ihm seinen Weg zu versperren, dann soll sie gehen. Und mein Diener soll mit seiner Aufgabe weitermachen und sich um die Sache des Herrn kümmern. Er soll hinausgehen. Denn alle, die versuchen, meinen Weg vor mir zu versperren, werden trostlos zurückgelassen werden. Und alle, die gegen mich kämpfen und meine Boten verfolgen, werden viele Tränen weinen. Dies gilt auch für die rebellierenden Kinder. Aber nicht für die Kleinen, denn sie gehören mir und ich muss sie nehmen. Ich bin der Herr.